Willkommen zu Folge 9 von, oh jetzt hat er sie wieder, oh nein, von Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid, Punkt, Folge 9 und zwar unserer Legacy Collection schon wieder. Er ist so stolz, er ist richtig glücklich, ja, der kleine Olli. Und der kleine Olli ist heute auch am Drücker. Und der kleine Olli erzählt uns jetzt, was in der letzten Episode passiert ist. Also, es war ja so, dass wir sind ein Hochhaus hochgelaufen, à la The Raid, wenn das einer kennt, und mussten uns da durchballern, sind dann an Was unseren nicht so einfach war. bösen, geschaffenen, gengeschaffenen Zwillingsbruder geraten, der uns in einem Hubschrauber verfolgt, dieser Schuft, und sind dann wieder das Hochhaus runtergekraxelt, aber auf der anderen Seite, um zu einem anderen Turm zu gehen. Über eine Brücke müssen wir jetzt, Ja. auf der wir aber beschossen wurden das letzte Mal. Also müssen wir mal gucken, wie wir jetzt über die Brücke kommen. Bevor du loslegst, die Frage schwirrt nämlich schon seit der letzten Episode im Kopf und ich muss zugeben, ich habe jetzt extra für die Zuschauer damit gewartet, weil das für mich wichtig ist. Und zwar, Olli, wir wissen doch von dem, was wir bisher wissen, weil wir ja chronologisch spielen die Reihe, dass Big Boss getötet wurde, also richtig tot. Und jetzt ist ein Kampf mit Liquid Snake, ne? Helikopter? Ja, keine Ahnung, wir sind, wie Ich gesagt, geworden im letzten Mal und wir sind beschossen. jetzt auf jeden Fall im Spiel. Jetzt. Ja. So, und jetzt erzähle ich, ne? ja, Falls du dich mach dabei konzentrieren kannst. Auch von unserem jetzigen Wissensstand wissen wir, dass mal. Big Wir Boss gucken mal tot ganz ist. schnell. Wissen wir, dass Big. Wir werden beschossen. Ja, okay, also wir kommen so nicht über die Brücke. Also müssen wir erstmal mal bilden. Schauen wir. Ich theoretisiere trotzdem weiter. Dass Big Boss tot ist und Liquid Snake, heißt ja, ne? Liquid Snake, ja, der neue anscheinend große Bösewicht ist. Ja. Sollte Big Boss nicht sich irgendwie wieder Gen zusammengesetzt haben. Gray Fox ist ja auch explodiert. Genau. Bedeutet das denn dann in deiner Theorie, wenn ich richtig geschlussfolgert habe, dass Liquid Snake ein genetischer Nachkomme von Big Bosses? So ein bisschen wenigstens. Weil Big Boss hatte ja auch irgendwie dieselbe Genetik wie wir und. Ach, guck mal. Ja, ich sehe es. Eins, Kannst du mir noch zwei, folgen? drei. Ja, weiter. Ja, das ist die Frage. Bedeutet das denn, dass Liquid Snake sowas wie ein genetischer Nachfahre von Big Boss ist? Das frage ich mich. Na, da er uns, wie nennt er uns, Bruder? Bruder nennt. Diese Reichweite ist nicht groß genug, das ist böse. Ja? Da er uns Bruder nennt, nehme ich doch mal stark an. Wieder drei. Schießen Kopf, vielleicht geht das mehr. Alter, Oh, jetzt ist die die Reichweite Reichweite ist schon. lang genug. Ich stell dich ganz hinten. Ja, oder? Pass auf, ich nehme diese ferngesteuerten Raketen. Kannst du auch machen, aber immer weiter. Na, ich glaube, Liquid Snake hat uns ja als Bruder benannt. Oder Ocelot hat das irgendwie gesagt. Ja. Irgendeiner hat doch gesagt, ach, der verlorene Bruder, oder seht, wie ähnlich sie sich aussehen. Also kann man ja schon annehmen, dass es Brüder sind. Im Und weitesten Sinne. da auch etwas mit Genen die Rede war, oder das. Genexperimente. Ich stelle mich mal Ach, guck mal, was ist was denn hier? Operation Domination. Ja. Nehmen wir gleich. Da von Genen die Rede ist, Ja. denke ich mal stark. Wie schießt man so? Okay. Dass wir auch ein Genexperiment oder ein genetischer, wow, Geil. Nachfahre von Herrn Naked Snake sind. Ja. Und Wir wissen ja noch gar nicht, im ersten Teil ging ja damit los, dass wir unter Big Boss Befehl standen und für ihn Outer Heaven infiltrieren sollten, ne? Also auch wenn das mal ein Trick war. Wir ja. wissen ja nämlich gar nichts über unsere Entstehungsgeschichte. Nee, genau. Er hat ja nur immer gesagt, auch oh, ich kämpfe schon mein ganzes Leben lang und bin halt mit meinen Soldatenbrüdern aufgewachsen und das ist so die Genau. einzige Familie für mich. Weil es kann ja sein, dass er zu den Les Enfants Terribles gehört. Unser Snack hier. Ja. Genau. Das wissen wir nicht. Ich meine, das spekulieren wir jetzt wirklich nur. Ich weiß das nicht. Sheesh? Nee, deswegen, weil die haben ja auch gesagt, ah, sein genetisches Material ist, Perfekt. na, nicht perfekt, aber es ist halt irgendeiner, ich glaube, das war von Liquid Snake, dass da,
Ich glaube, also haben die nicht irgendwas mit dem Alterungsprozess gesagt? Ja. Dass das zu, dass, ja, zu schnell altert irgendwie? Genau, darum hält es ja auch nicht richtig. Darum sieht Liquid Snake auch älter aus als wir. Selbst wenn er unsere genetische Kopie ist. Oh, das. Ja. Warum fliegt denn das jetzt so in dem Kamerabeam? Weiß ich nicht. Dann fliegen wir weiter. Ja, nee, da ist keiner mehr. Also. Nee, ich dachte einfach hinten rum mal zu gucken. Ja, wollte ich aber. Gut. Egal. Also stimmst du eigentlich zu, sage ich, fasse es jetzt mal zusammen, dass du auch denkst. Insofern, dass wir Brüder sind und aus einem genetischen Material von Big Boss gezeugt wurden, was aber nicht perfekt ist. Er schießt auf jeden Fall ganz gut. Nahezu perfekt. Es ist offen! Oh. Es ist offen! Gut, dann nehmen wir uns. Ich wollte sagen, was machst du? What are you doing? Snake! Wer schreit eigentlich um uns, wenn wir sterben? Alle. Ja, alle. Weil die andere ist ja tot, die Meryl Streep. Nicht Meryl Streep, ist eine Schauspielerin. Meryl. Ja. Einfach nur Meryl. Und call me Meryl. Just. Mach mal hier wieder die Sicht, die dich weitergucken lässt. Die Sicht? Wo du den ganzen Bildschirm siehst. Nachtsicht. Die lässt mich doch nicht den ganzen... Doch, das lässt dich, gibt dir mehr. Jetzt ist es egal. Weißt du, was ich meine? Auf der Treppe war es genau dieser eingeschränkte Sichtrahmen. Und da haben wir auch die grüne Sicht verwendet, um... You know? Nothing. Wir wundern uns selber. Okay, einmal geht. Das geht nicht. Nothing. Okay. I guess I'm seeing things. Ja. Und dann fragt sie, da stellt sich jetzt auch noch die Frage. Ja, frag mal weiter. Ob es denn noch andere Brüder gibt. Außer. Ja, mit Sicherheit. Außer. Diese Fortrieb sind ja Mehrzahl. Ja. Na gut. Zwei ist auch Mehrzahl. Hallo? Vielleicht haben wir, das wäre übelst interessant, hat Solid Snake ja auch noch eine dunkle Vergangenheit, also wo er nicht ganz so koscher war und hat dann irgendwann angefangen selber zu denken. Kann ja sein. No? Ja. I guess I know what you mean. Also vor Metal Gear 1 praktisch. Damn. Sehr schön. Das klappt schon mal gut. Spring mal. Was jetzt? Kannst du nicht springen? I have no idea. Schieß doch mal mit einer Rakete noch ein Loch da rein, dann kommst du schon leichter durch. Der Blickwinkel ist auch echt so assi. Was meinst du, was man machen soll? Diese Nachtsicht, Mensch. Nee, ich meine jetzt hier. Ob springen geht, habe ich gefragt. Also irgendeine Taste, springen können wir nicht. Irgendeine Taste, Aktionstaste, womit du... Nee. Gut. Hast du das Seil noch? Nee, habe ich eben geguckt. Rope. Magst du trotzdem mal ganz kurz, ob man vielleicht an den Wänden noch was mehr sieht, wenn man das, den ganzen Bildschirm aufdeckt? Muss ja noch mal kurz ausprobieren. Nee, okay. Dachte, da wäre vielleicht noch irgendein Hinweis oder so, weißt du. You know? I know what you mean. Third Echolon. Jetzt das vielleicht, mal ganz... Ach, das ist ja Quatsch. Oder? Was denn? Wenn du ganz unten warst und dann ganz hoch gehst? Ja, also wenn man erst ganz hoch, ganz runter muss, um festzustellen, dass es dann nicht weitergeht und dann den Fahrstuhl oben nehmen kann. Es geht doch aber... Es ist doch bescheuert. Ja, deswegen sage ich ja, es macht keinen Sinn. Wenn es jetzt geht, lache ich aus. Obwohl es eine gute Einfahrt ist. Ja, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen sollte. Immer hin und her laufen, bis uns eine Lösung einfällt. Hast du doch schon. Aber läufst immer durch. Warum sollte man Granaten hier finden? Da ist bestimmt irgendwas. Ja, das ist doch so dumm. Hä? Ja. Olli, sehr gut. Hä? Sehr gut. Don't shoot. It's me, don't shoot! It's me, Snake! Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck.
thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. Yeah. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you. Do you think love can bloom, even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before I don't want to hurt anyone. I don't want you to either. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see? That's weird. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here, when I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Sieht deinen Schatten. Okay. Also der macht jetzt den Fahrstuhl bereit und wir fahren dann runter. No. I think so. Oh. Vielleicht müssen wir jetzt runter. Oh, es geht noch höher. Ach komm, es geht noch höher. Ja, super. Dann war deine Überlegung gar nicht so falsch. Aber nicht mit dem Fahrstuhl. Oh, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen. Was wollte ich sagen? Chef Grenade. Ja. Stimmt, wir waren noch nicht ganz oben. Chef Grenade? Andere. Was können wir nicht benutzen? Was? Wir gehen immer ins Menü rechts. Bitte. Da gibt es was, was wir nicht benutzen können. Ja, das. Okay, jetzt vielleicht zu enge. Man sieht so schlecht, ob das für die ganze Area gilt oder wie weit die Wirkungsbereich von der Chef Grenade eigentlich zählt. Das hat mich über den Panzer schon gewundert. Also Treppen noch einmal. Oh mein Gott, Chef Grenade! Oder rennen. Ich hab schon geworfen. Echt? Ich bin noch nebenbei gelaufen. Alter, wie hoch geht das denn? Es ist wie das eine, ne? Müssen wir überhaupt hoch? Ja, was willst du denn sonst machen? Ja, mit dem Fahrstuhl fahren. Ey, jetzt mach das. Was? Du läufst ja noch runter oder was? Wirf noch eine. Hab ich. Wann denn? Eben. Gerade rechts. Vier Stück? Aber echt, ne? Krass, da bist du sofort tot. 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 Tot, das haben sie. Es leuchtet doch noch. Na, wenn du dann erwischt wirst. Das erinnert mich auch wieder an dieses. Von den 8-Bit-Versionen, dieses ewige Laufe. Aufs Dach. Chef Grenade. Was soll man brauchen, wa? Was sind das Dinger oder so? Na, für diese Nikita. Ration. Nee, ist nicht. Das stand ja die. Eine neue Waffe. Wärmesuche. Ach, das ist Raketenwerfer. Ne? Oder, ja, oder Panzerfaust. Gab es da einen Unterschied zwischen diesen Suchdingern und. Ja, das gab es aber schon in den anderen. Weiß ich nicht. Don't why so. You don't why so? Don't why so. Hat man denn jetzt verloren? Naja, warten wir mal noch. Ja, warten wir mal noch.
kannst du doch einfach besser werfen. Aber gut, dass wir hier hin. Ach, guck mal. Da ist doch was, oder? Da ist eine Leiter. Mach das einfach, weil wenn du jetzt nochmal runter gehst, nur um zu gucken, ob Hell das gekriegt hat, und jetzt lieber erstmal guckst, was hinter der Leiter ist, das halte ich für sinnvoller. Ganz ehrlich. Sonst stellen wir unten vielleicht fest, dass es woanders hingeht und wissen dann nicht, was hinter der Leiter ist. Hörst. Ja, toll. Warum sage ich auch meine Meinung? Nee, kannst du deine Meinung sagen, nur... Ja, du spielst. Vielleicht ist unten aber auch noch ein Gegenstand, den wir jetzt brauchen. Wir kamen doch dabei nicht lang. Deswegen der Fahrstuhl. Und wenn es anders... Wenn es dann unten weitergeht, weil die Zwischensequenz sich auf den Fahrstuhl konzentriert hat und du dann nicht weißt, was oben ist, ist ja genau dasselbe. Ja, aber ich meine, ich wäre jetzt sowieso... Jetzt ist es ja zu spät, aber ich meine nur, weil... Nee. Bumm. Amazing. Das sieht irgendwie komisch aus. So, jetzt müssten sie ja kommen. Also, ja, der Fahrstuhl. Ich weiß nicht mal, wie lange du hier laufen musst. Jetzt kommt er. Genau. Ja, es sind ja nur 1, 2, 3, 4, 1000. Aber nein! 1000. So. Zieht der Fahrstuhl nicht wegen deiner Chefkönigin. Okay, da geht allgemein nicht. Gut, aber wir hätten einfach mal kurz warten können, ne? Hätten wir es auch erfahren. Trotzdem. Oh, das ist ja noch okay. Pass auf, dass die Chefkönigin weichen. Ja, ja. Alter. Das habe ich. Ist ja auch nicht so simpossible. Simply possible. Simplossible. Just put a grenade on it. I don't know what to say. Na, ich wollte nur abgewandelte Bruno Mars sehr so sehen. Ja, von Grenade. Fick aus. Das ist nicht so ganz nett. Copper Box. It's copper time. Where did you come from? Where did you go? Wirf. Bitte. Ja, so bekloppte Zyklopen wieder irgendwie. Mechanische Zyklopen. Bekloppte mechanische Zyklopen. Mhm. So gut kombiniert. Hast du keine mehr? Doch, eine, aber ich brauche keine mehr. Ach, das war's. Das war's. Oh, geil. So, wir haben hier alles, ne? 27th Floor, ja. Vor allem, wir haben... Machst du denn? Na, ich guck nochmal. Wir haben doch alles. Ja. Das regeneriert sich doch nicht, wenn du den Bereich nicht verlässt. Richtig. So, komisch ist, wir haben Raketen bekommen für Stinger, aber wir haben eigentlich die Waffe gar nicht gehabt. Ich denke, wir haben Stinger bekommen und gleich mit dem Stinger-Pack Munition. You mean? Weil wir gegen den Helikopter kämpfen müssen, ne? Da macht es Sinn, aufs Dach zu steigen. Ja, ja. Es ist gut. Und vielleicht hat Hell nach dem Kampf den Fahrstuhl repariert. Auf jeden. Nee. Du sagst auf jeden, ich sag auf jedsten. Oh. So, the snakes finally come out of this hole. Are you ready now, my brother? Where are you going, brother? Who the hell are you? I'm you. I'm your shadow. What? Ask the father that you killed. I'll send you to hell to meet him. Was ist das? Dad? Okay. Hier. Jetzt, sobald er gestanden ist. Das war zu schnell. You beat him! Beat him! In the ass! Leider auf Karte nicht, wo er ist. Doch, sieht man. Ein roter Punkt, ja. Sehr gut, dass du das erkennst. Also noch nicht. Keine Farbe. Entschuldigung. Ration. Der ist jetzt nördlich von dir. Jetzt ist er westlich von dir. Ja. Ne, östlich! Entschuldigung. Östlich. Ich kann dir dabei helfen, ne? Das war nicht so praktisch. Was ist nicht? Ne, der stand doch vor dem Kanister. Cool. Jetzt ist er nordwestlich von dir. Ja. Darf ich dich dirigieren?
Gerne. Es sieht echt wenig ab. Hast du es gesehen? Echt? Guck dir an. Ja. Das reicht. Nur westlich. Westlich. Guck mal hin. Ach, sind schon da. Ach, nur Asian. Westlich immer noch? Ja, 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 ja. Ich bin unterwegs. Wo ist er denn? Just see it westlich. Da ist er. Ich meine immer von der Karte aus gesehen, nicht von deiner Position. Also. Okay. Das wird nicht. Alter, wo bin ich? Ration? Yes! I take it. Oh. You make it! If you take it, you make it. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Südwestlich. Südwestlich, südwestlich. Ich würde die Kamera drehen. Südlich? Du kannst die Kamera nicht drehen. Südlich? Südöstlich? Ja, ich warte, bis er da wieder ist. Südöstlich? Immer noch südöstlich. Jetzt kommt er. Jo. Boah, Alter. Norden. Nordwesten. Nordwesten. Westen. Der umkreist dich. Westen. Das war das jetzt. Echt? Aber der hat auch visiert schon. Ich kann nicht. Das ist doof, dass er nicht laufen kann. Süden.